Damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf Microhazard TV. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich mit einer leider schlechten Nachricht hier von BroTrain 3. Denn scheinbar gibt es aktuell Probleme mit Open Rails und BroTrain 3. Deshalb fahren wir heute nämlich im BroTrain 3 nur eine S-Bahn. Ich glaube, die S8 ist das, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, werden wir jetzt gleich nochmal erraten. Ursprünglich war geplant gewesen, von Stuttgart nach München zu fahren. Auf dem Laptop funktioniert das ohne Probleme alles. Ja, habe ich schon getestet und alles vorab. Leider macht Open Rails hier ein wenig Probleme in puncto, ja, Bremsen. Du kannst komplett alles steuern, das funktioniert alles ohne Probleme. Wenn du aber den Zug bremsen möchtest, ja, denn reagiert leider Open Rails überhaupt nicht. Das funktioniert mit dem ICE nicht und es funktioniert mit ja, mit dem IC nicht. Und somit war ich kurz davor gewesen, dem Monitor einfach eine zu boxen, weil mich das halt ein bisschen nervt. Weil wenn es jetzt schon anfängt mit BroTrain 3, dass ich hier Probleme habe und euch das schon nicht richtig zeigen kann, frage ich mich denn, macht's denn halt noch Sinn, hier weiterzumachen? Und ich weiß halt nicht. Was sagt ihr denn dazu? Also, es war irgendwann klar gewesen, dass der Punkt irgendwann kommt, dass Open Rails ist halt ein kostenloses Freeware-Programm und da wird es natürlich dann halt auch irgendwann mal der Support wahrscheinlich eingestellt werden. Ich habe geguckt, Open Rails in der letzten Stable-Version war denn irgendwann im Januar 2017, wenn wir mal ein bisschen weiter rechnen. Das ist schon über ein Jahr her, dass die Stable-Version rausgekommen ist. Allerdings die Experimental-Version, die ist jetzt im April 2018 aktualisiert worden. Das habe ich mir jetzt auch Open Rails neu installiert habe in der Experimental-Version. Deshalb kann es sein, dass es zu Störungen, zu Fehlern oder sonst irgendwas kommen kann und die Aufgabe und die Aufnahme einfach abgebrochen wird. So. Auch hier mit der S-Bahn funktioniert es leider nicht richtig. Das ist halt auch ein Problem, weshalb ich mir so wahrscheinlich hier sehr viel rumfluchen werde in der Folge. Nimmt mir das bitte nicht übel. Und ich vielleicht die Aufgabe sogar abbreche, weil es einfach nicht funktioniert. Stuttgart und München ist aber nicht, also nicht traurig sein. Diese Strecke gibt's halt nochmal, ich glaube, BroTrain 19 war das gewesen, ist die gleiche Strecke nochmal mit enthalten. Halt ein bisschen aufgehübschter oder sowas. Dass wir uns dann zu BroTrain 19 einfach dann die Hauptstrecke angucken, um zu hoffen, dass es dann natürlich dementsprechend da funktioniert. Wird es dann natürlich dann so sein, dass wir dann da das dann das Original fahren, ja, und jetzt hier erstmal, dass wir halt jedes BroTrain zeigen und nicht schon anfangen müssen, BroTrain hier irgendwie auszulassen, dass wir heute mit der S-Bahn fahren. Ja, also nehmt's mir da bitte nicht übel. So, jetzt muss ich nur noch ein kurzes Bild hier für YouTube machen, dass wir hier im Tunnel stehen. Und dann können wir uns das Ganze mal angucken, die Zusammenfassung. Fahren Sie einen S8-Zug der Münchner S-Bahn und es geht von Hackerbrücke nach Maisach. Also schicke Orte. Und der Arbeitsauftrag ist halt, ja, nichts weiter. Das Komische ist, wie gesagt, er erkennt die Bremsen nicht an. Du kannst machen, was du willst. Es funktioniert hier alles. Ja, und dann war es das. So. Jetzt kannst du den Regler nicht. Du kannst nicht fahren. Jetzt muss ich immer. Wie war das jetzt? Nicht die Lokbremse. Bremsschläuche waren auch nicht verbunden. Muss die Bremse zurücksetzen. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. So, jetzt. Und jetzt kann ich fahren. So, jetzt machen wir noch den Pantographen heben. Jetzt funktioniert's. Und dann kann ich auch ganz normal bremsen. Und das finde ich halt ein bisschen eigenartig, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und das funktioniert halt, dieser Trick funktioniert leider nicht. Wo er schon sehr langsam ist hier. Ja gut, das ist eine S-Bahn. Da darf man. Dass es halt dementsprechend ja ein bisschen sehr ärgerlich ist. Es tut mir wirklich leid, aber wie gesagt, bevor ich jetzt dieses Add-on komplett rauslasse, habe ich mir gedacht, probierst du es so. Vielleicht funktioniert es und ihr seid mir jetzt nicht ganz so böse, aber wie gesagt, ich kann an dem Punkt ja leider nichts ändern, wenn das Programm nicht mitmacht. Deswegen hoffe ich jetzt, dass er jetzt hier abbremst. Aber das sieht gut aus, oder? Das sieht sehr gut aus, glaube.
So, und dann sind wir hier schon mal angekommen an der Hackerbrücke. So, dann machen wir jetzt hier nochmal zack, zack. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier. Wie war denn das? War das so? Nee, so war das? Nee. Jetzt gucke ich gerade. Ach, so war das genau. So. Hackerbrücke, so. Ja, ich muss hier mal ein bisschen Bilder machen. Wisst ihr ja, ich bin ja hier so ein kleiner. Das ist irgendwie alles hässlich. Gottes Willen. So. Geht das so? Gefällt mir jetzt alles nicht. Geht das so? So, genau, jetzt müssen wir fahren. So, hoffentlich funktioniert das jetzt. Genau, jetzt geht das wieder nicht. Alter. Geht mir das auf den Senkel? Tja. So, wo war denn das jetzt? Genau, Bremse zurücksetzen. Shift und Minus. Dann geht's. Ich muss die Bremse komplett einmal zurücksetzen, dann funktioniert's. So, ja, muss ich gucken, wie ich das nächste bekomme. So, die Donnersbergbrücke, die Donnersbergbrücke. Ja, wie gesagt, ist jetzt natürlich nichts Spektakuläres, aber wie gesagt, ich wollte es halt nicht ausfallen lassen und deswegen müssen wir das leider so mitnehmen. Wie schnell dürfen wir denn hier? 130? Okay, ist auch ein bisschen sehr eigenartig. Sehr leise, ne? Ja. Naja, also wie gesagt, nehmt das jetzt hier nicht ernst hier. Aber wie gesagt, somit kann man zumindest zeigen, was auf jeden Fall in Pro-Train 3 drin steckt. So, da haben wir auch ein rotes Signal. Na, ja, mal schauen. Eieieiei. Ah, okay, da ist es grün. So. Geht das jetzt hier? Kann man hier. Warum haben die denn. Der Zug ist viel zu hoch hier. Das ist echt blöd. Na ja, komm, machen wir hier so ein Bild. Zack. Und zack. Dann machen wir das so. Ist halt nicht gerade das schönste Bild. Aber. Was willst du machen? Ne, was willst du machen? Bringt alles nichts. Und dann. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen sehr leise. Es tut mir leid. Warte mal, vielleicht kann ich das hier so ein bisschen lauter machen, wenn das nicht ganz so leise ist. So. Und. Dann geht es wieder weiter. Wie gesagt, diese Mechanik funktioniert leider nicht bei den originalen Strecken. Ein bisschen wie die BR481, finde ich ja. Aber nur ein bisschen. Aber das ist halt auch mal interessant zu sehen, wie sich hier die Grafik so ein bisschen verändert hat. 100. Okay, naja, 100. Fährt die echt hier 100? Sagt, ich kenne mich hier natürlich in München komplett überhaupt nicht aus. Es gibt noch eine zweite S-Bahn-Linie. Ja, vielleicht zeige ich die dann auch noch. Wenn das funktioniert. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Dann kann man sie ja zeigen. Damit wir mindestens ein bisschen was von ProTrain 3 gesehen haben. Ich glaube, es gibt noch die. Oh, Entschuldigung. Die S2, glaube ich, noch. Ich muss wirklich die Bremse mal zurücksetzen, damit ich hier irgendwas weitermachen kann.
So, 100. Aber wie gesagt, natürlich gleich probiert, ob das dann halt beim Dings eventuell funktioniert. Bei den anderen Zügen leider geht leider nicht. Und das finde ich schon sehr schade. So, und zurücksetzen, da wird er jetzt hier nicht die ganze Zeit runterbremst hier. Ja, wie gesagt, bevor ich hier gar nichts zeige, dachte ich mir, machst du lieber die S-Bahn und dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was gesehen. So, da kriegen wir auch unser grünes Signal wieder. Mit der S-Bahn leider ein bisschen sehr spät unterwegs hier. Naja. Wie gesagt, auf dem Laptop funktioniert alles ohne Probleme, ja. Das ist halt wirklich witzig, warum das halt bei Open Rails nicht funktioniert. Ich habe auch diesbezüglich nichts gefunden, habe auch das neueste Update, also was heißt das neueste? Das ist ja auch noch so eine Kunst, das kann ich euch auch noch sagen. Wenn du erstmal natürlich 3, 4 Stunden unterwegs bist, damit du noch ein Update findest, ja, für die ganzen Pro-Trainer-Addons, da bist du gut unterwegs, ja. Ich habe mal geguckt, wo ich denn hier die Updates herbekomme von den ganzen Pro-Trains. Die Seite, die existiert nämlich nicht mehr von Blue Sky Interactive, ja. Die nannten sich ja damals irgendwie Wizard, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und die haben sich jetzt umbenannt dann in Blue Sky Interactive und die gibt's nicht mehr. Auf jeden Fall kriegst du keine Updates mehr von den ganzen Pro-Train-Addons. Hey, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht, darf doch nicht wahr sein. Wo ich jetzt zum Überlegen bin, ob ich jetzt halt praktisch so eine Internetseite jetzt fertig mache, wo man die ganzen Updates dann zum Beispiel sammelt oder sowas, ja, dass man zum Beispiel so einen kleinen Aufruf startet für alle Updates, die es gibt, dass man da irgendwie was dann hochlädt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall nach 4 Stunden oder so, 3, 4 Stunden, hat denn irgendwer mal geschrieben, es gab mal auf den German Railroads, auf den DVDs, die man kaufen konnte, waren immer mal so ein paar Updates drauf gewesen. Gut, dass ich eine DVD von German Railroads da habe, denn nämlich da war nämlich das Update von ProTrain 3 drauf. Ja, also 1 bis, glaube 1 bis 10 war da drauf. Aber sonst wieder unheimliches Glück. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist dann so ärgerlich. So, da kommt gleich 30. Ja, guck mal, wie das da schon rumzieht. Also allgemein scheint Open Rails Probleme zu haben mit ProTrain 3 leider. Sehr schade. Aber sobald ich hier eine Folge wenigstens zusammenbekomme, bin ich schon glücklich, muss ich gestehen. Weil, wie gesagt, ich will halt nicht jetzt schon anfangen müssen zum Aussortieren. Das ist, finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Zumal es ist eigentlich ein Kombi-Hebel hier. Und dass das nicht funktioniert, das wundert mich halt. So, jetzt muss ich hier wieder. Das ist nämlich ein Kombi-Hebel. Und das funktioniert irgendwie nicht. Man kann sich natürlich jetzt nicht wirklich angucken. Aber das ist halt alles nicht richtig. Sobald ich auf Bremsen drücke, geht es nicht mehr vorwärts. So, seht ihr jetzt? Jetzt kommt immer diese Meldung: gesperrt. Regler gesperrt. Und das zeigt dann halt immer an, dass ich jetzt immer die Bremse zurücksetzen muss. So, auf Gleis 7 in Pasing. Das kenne ich auch schon. Ich glaube, ja, es kann sein hier von Train Simulator von Dovetail Games. Gibt es ja auch diese Strecken. So, hauen wir mal die Bremse rein. Und da fährt unser Zug eigentlich, den wir hätten nehmen müssen. Schön, dass der fahren kann. Und du vor hier, der funktioniert auch nicht, der Kollege, der da entgegenkommt.
So, 49. Warte mal, wie sieht's aus? Zusammenfassung, Tastatur, Fahrplan. Jetzt ein paar. Ich würde sagen, machen wir nächste Folge weiter. Bedanke mich natürlich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Wie gesagt, ich kann leider nichts dran ändern. Es ist Open Rails. Es tut mir wirklich leid. Es, wie gesagt, es ist halt kostenlos und dass da halt irgendwie welche Macken dabei sind, das ist halt leider normal. Und tja, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns trotzdem zur nächsten Folge hier wiedersehen. Und ja, sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!